Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Hallo Zane. Hallo Claudia, wir sind heute zuerst in Paris und dann geht's ab in die Wildnis. Sie sehen Studio 4 Deluxe, Ihr Lifestyle- und Trendmagazin. Schönen guten Abend. Das Wochenende naht. Wir beide laufen nochmal zu Höchstformen auf mit diesen Themen. Abenteuer pur. Zwei Österreicher beim Adrenalinkick am Loser in der Steiermark. Eine waghalsige Sturzfahrt mit ungewissem Ausgang. Außerdem Fashion pur. Dior, Viktor und Rolf und Issy Miyake präsentieren am Laufsteg. Unsere Trendexpertin Sabine Landl zeigt uns die Mode-Highlights 2008. Und Wildnis pur. Studio 4 Deluxe begleitet ein Pärchen bei ihrem Abenteuer Mountain Wolf Farm im Böhmerwald. Kommt Zeit, kommt Rat. Wir starten gleich. Willkommen bei Studio 4 Deluxe. In Sachen Skisport gibt's für Adrenalin-Junkies nichts Schöneres, als da Spuren im Schnee zu hinterlassen, wo vorher noch nie jemand gefahren ist. Wie das ausschaut, wenn man einen Hang hinunterdüst, wo es links und rechts nichts als Felsen gibt und noch dazu ein Gefälle von 60 Grad, das sehen Sie jetzt. Wir haben nämlich zwei Jungs begleitet, die kürzlich am Loser in der Steiermark eine Pionierfahrt angetreten sind. Wir machen jetzt die Erstbefahrung von der Rinne im Hintergrund, die ist 60 Grad steil und an der engsten Stelle 1,5 Meter breit. Schaut euch das an. Andreas Kocher und Matthias Meyer wollen Skigeschichte schreiben. Die Rinne am Loser bei Altaussee in der Steiermark ist bisher von keinem Menschen mit Alpinskiern befahren worden. Mit 400 Metern Länge, 60 Grad Gefälle und 180 Zentimetern Breite an der engsten Stelle ist das Befahren der Rinne ein waghalsiges Vorhaben. Zuerst muss allerdings der Gipfel erklommen werden. Oben angekommen werden die letzten Vorbereitungen getroffen. Alles muss perfekt sitzen. Denn ist man erst auf dem extrem steilen Hang, gibt es kein Zurück mehr. Ein Umdrehen ist ausgeschlossen. Vorsicht für die Psyche, es wird ein bisschen anstrengend, wenn links und rechts Füßen sind und fuhren geht es nach oben. Da hat man auf alle Fälle einen Adrenalinkicker und runterfahrt. Also da ist man schon ganz knapp davor, dass man ein bisschen Angst da kriegt. In der Mitte der Abfahrt treten die ersten Schwierigkeiten auf. Als wären die Enge und der stark abfallende Hang nicht schon Herausforderung genug, erweist sich die Rinne als extrem vereist. Höchste Konzentration ist gefordert, damit die beiden Extremsportler den Kontakt zum Boden nicht verlieren. Denn dann wäre ein Absturz unvermeidbar. Mittendrin habe ich mir schon mal gedacht, wenn ich jetzt stürze, nachher ist es vorbei, dann schlage ich auf die Felsen auf, weil es im Ton Knick macht mittendrin. Nach der Engstelle die Erlösung. Die beiden können endlich wieder Schwünge setzen. Erst jetzt wird den beiden Freeridern so richtig bewusst, wie gefährlich die Erstbefahrung gewesen ist. Mit diesen extremen Bedingungen bei der waghalsigen Talfahrt haben Andreas Kocher und Matthias Meyer nicht gerechnet. Die Rinne war viel eisiger, als ich geglaubt hätte. Eigentlich fast so wie auf der Streif, glaube ich, normalerweise. Und darum habe ich eigentlich überhaupt keine Geschwindigkeit aufnehmen dürfen. Und die engste Stelle war halt dann ziemlich schwierig. Dann habe ich umsteigen auch noch müssen, weil ich die Schiene falsche Richtung gestanden bin. Mein Puls war bei 184. Aber Gott sei Dank ist alles gut gegangen. Das Risiko hat sich aus der Sicht der Extremsportler trotzdem ausgezahlt. Ja, als Erstbefahrer von der Rinne, wie fühlt man sich? Ja, einfach voller Adrenalin und froh, dass man es geschafft hat, dass nichts passiert ist und einfach ein gutes Gefühl, weil es gefahren zu sein ist, was vorher noch nie wer gefahren ist. Wahnsinn, ich fand diese Kameraeinstellung auch toll, als ob man selbst mitgefahren ist. Ja. Also ziemlich leichtsinnig aber, gell? Ja, sind Extremsportler und die können schon ein bisschen Skifahren und zum Glück ist Gott nichts passiert. Gott sei Dank ist nichts passiert, genau. Wir haben ja in den letzten Wochen über die Fashion Weeks berichtet. Zuerst, können Sie sich noch erinnern, war es in New York, danach in London und zuletzt in Mailand. Und jetzt ist Paris dran und auch dort werden die schönsten Models der Welt die Herbst-Winter-Kollektion 2008 von den internationalen Designern präsentieren. Und unsere Styling-Experten
Mode-Expertin Sabine Landl hat sich jetzt umgesehen, was es Neues bei Dior und Co. zu sehen gibt. Noch bis Sonntag heißt es für Promis, Journalisten und Gäste tummeln und Augen auf, wenn die besten Designer der Welt zu ihrer Show einladen. Den krönenden Abschluss der Fashion Weeks und eine vorerst letzte Vorschau auf die Herbst-Wintertrends 2008-2009 macht Paris. Dass sich Gegensätze anziehen, das wissen Modemacher längst. Und deswegen setzen sie bei den Prêt-à-porter-Shows in Paris vor allem auf kontrastreiche, eigenständige Kollektionen. Vertreten sind internationale, aber vor allem französische Top-Designer. Für einen legendären Auftritt sorgt Chefdesigner John Galliano für Dior. Der schickt seine Models in 60s Glamour La Baby Jane auf den Laufsteg und zeigt Kollektionen so schimmernd wie Hollywoods. John Galliano holte sich für Dior seine Inspiration bei den Sexsymbolen der 60er Jahre. Das heißt, es lassen Jane Fonda, Ursula Andress oder Jackie Kennedy grüßen. Wobei einige böse Zungen auch behaupten, dass die Models mit den Katzenaugen und den hochtopierten Haaren in ihren schlichten, engen Etui-Kleidern, den dazu passenden Plateau-Pumps, den kleinen Lederhandschuhen und den großen Handtaschen mehr Ähnlichkeiten mit Barbie-Puppen hatten. John Galliano für Dior. Victor und Rolf. Die niederländischen Designer sagen der schnelllebigen Mode ein klares No und kleiden ihre Models mit dementsprechenden Schriftzügen. Wenn es nach dem Designer-Duo Victor und Rolf geht, wird der kommende Winter vor allem grau und schwarz. Ab und zu taucht auch noch die Farbe Rot auf. Und dieses Farbschema zieht sich sogar beim Make-up ganz strikt durch. Ob Frau allerdings mit diesen heftklammerartigen Gebilden, die bei einigen Designs auftauchen, oder dem Schriftzug No, der sich fast durch die gesamte Kollektion zieht, etwas anfangen kann, das muss sie selbst entscheiden. Unzertrennlich das Designerduo Victor Horsten und Ralf Snören. Das japanische Label Issey Miyake überrascht in Zeiten des Klimawandels mit schuhlosen Models und kompostierbaren Wegwerfkleidern. Doch auch der Style kommt nicht zu kurz. Issey Miyake setzt kommenden Winter vor allem auf die Romantik und so peppt er Partykleider mit Smog-Einsätzen auf oder schneidert lange Roben aus Rhomben und Dreiecken zu wunderbaren Gebilden. Und ganz nebenbei mischt er auch noch bedruckte Stoffe, vor allem mit Zeichnungen bedruckte Stoffe, zu Patchwork-Hosen. Prêt-à-porter-Shows in Paris. 60s Glamour bei Dior. Fashion-Verweigerung bei Victor und Rolf. Und romantische Roben bei Issey Miyake. Ein bunter Mix aus Gegensätzen, der krönende Abschluss der Modewochen und eine vorerst letzte Vorschau auf die Herbst-Winter-Trends 2008-2009. Ja, fast ein bisschen spooky, die Dior-Mädels, muss man sagen. Aber richtig hübsche Barbie-Puppen, das muss man auch sagen. Ja, eben spooky, ich habe ein bisschen Angst bekommen. Wirklich? Ja, mit den Fashion Weeks geht es übrigens erst 2009 weiter und da gibt es dann die neuesten Sommerkollektionen. Sie kennen das doch sicher, vor allen Dingen die Männer kennen das. Sie gehen mit einer Frau, mit irgendeiner, das kann die Geliebte sein, das kann eine Nachbarin sein, und plötzlich bleibt sie wie angewurzelt vor einem Geschäft stehen, kriegt glasige Augen und fängt womöglich noch an zu sabbern. Das kann nur eines bedeuten, ein Schuhgeschäft. Und damit sind wir auch bei unserer heutigen Tagesfrage, und zwar, warum stehen Frauen so dermaßen auf Schuhe? Und das haben wir zuerst die Männer gefragt. Das würde mich ja auch interessieren. Deswegen kann ich dir da gar keine Antwort geben. Ich habe keine. Ich weiß nicht, vielleicht ist für die Frauen so ein Statussymbol. Es ist vielleicht ein bisschen so eine Art Statussymbol. Ja, weil sie halt modebewusst sind und das halt, sagen wir so, also sie wollen sich halt mehr präsentieren wie Männer.
mehr präsentieren wie Männer. Da könnte was Wahres dran sein. Ja, ich glaube, wir wollen aber auch größer sein als die Männer. Ja, wir müssen größer sein, damit wir eh lange Beine kriegen. Genau, und richtig schön durchgestreckt. Und da bekommt man ganz eine andere Haltung und man fühlt sich irgendwie eleganter. Und schauen wir mal, was die Frauen jetzt wirklich sagen, warum sie so auf Schuhe stehen. Ich denke mal, weil die Frauen die Abwechslung lieben, weil sie immer die gleichen Schuhe anziehen wollen. Ja, weil es so viel